So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier und willkommen zurück zu Let's Play Shrine 2 im Bauch der Bestie, dem dritten Level des DLCs. Erkunden wir, wie es der Levelname tatsächlich schon sagt, den Bauch der Bestie. Sterben ein paar Mal für ein paar billige Erfahrungspunkte, aber was soll's. Ich habe das Gefühl, man könnte hier als Krieger unten durch, aber man könnte doch auch entspannt für ein paar geopferte Lebenspunkte. Die Zungen haben so Warzen und wenn man die sich genau anguckt, dann sind die schon so ein bisschen eklig. Und ich weiß nicht, was mir die Eier an manchen Stellen hier bringen sollen tatsächlich. I mean, die sind halt da, ne? So, und wenn wir jetzt, ja, ich wollte das Magier eigentlich boxen und zaubern. Aber das klappt nicht so schnell mit meinem Verwandlungstrick. Naja. Ihr seid auch nicht so eine Art Sprungbrett, ne? Schade. Gut, wir können oben... Keine Ahnung. Wir können oben lang. Und wir können unten das Ei aufschlagen. Aber ich... Ich sprach so schlecht über Margaret. Wenige Augenblicke, ehe sie entführt wurde. Ich bin ein schrecklicher Mensch. Warte mal. Sie strahlte aber auch nicht unbedingt Liebe und Wärme aus. Sie ist sehr mutig, mein kleiner Liebling. Angesichts der Gefahr, diese stachelige, stählerne Maske aufzusetzen. Gewiss, wie eine richtige eiserne Jungfrau. Das hier ist so ein Nerven... was weiß ich, Sensoren irgendwie Dings da. Und solange wir den Boden nicht berühren, bleibt das Ding auch auf. Ich frage mich, warte mal. Schneller Wechsel. Oh yeah. Okay. So. Ah, das können wir auch hier drüben machen, warte mal. Ich ziehe mich dafür nicht um, weil dafür reicht mir die Zeit definitiv nicht. Cool. Oh. Okay, alles entspannt. Wir sind doch safe in der Dunkelheit. Da hinten wieder diese hässlichen Tentakel, die mich plötzlich entführen, oder? Entspannt langsam fliegen. Oh. Okay. Es ist so immer was Neues. Das ist einfach cool. Aber die... Ja, genau, die Dinger im Hintergrund, die fressen mich dann. Okay. Mach mich instant weg. Pass auf, wenn jetzt hier gleich einer rauskommt, da springe ich drauf. So. Keine Ahnung, was meine Steuerung gerade wollte. Ich brauche noch ein bisschen. So, jetzt kommt der unten. Ding. Ja. Hier sind wieder die Zungen. Und da oben geht's auch schon eigentlich weiter. Okay, aber eigentlich... Warte, ich hole mir noch schnell die Erfahrungspunkte, weil die sind auch wieder geschenkt. Sieht manchmal... Da rutscht man runter. Und wieder hoch. Okay. Dann gleiten wir einfach. Das Gleiten ist echt nice. Frisst mich... Nein, tut's mich nicht. Aber du fast... Ja, auch hier das. Ich weiß nicht, was soll mir diese Eier manchmal sagen. Ich weiß es nicht. Ich gehe weiter. Ich werde kein 100% Let's Play machen. Ich erkunde das Spiel so ein bisschen grob, ein bisschen was nicht mit. Ein bisschen was nicht mit. Da kommen sie auch schon. Oh! Und knattern mir ganz ordentlich Schaden rein. Oh. Ja, komm, hau mich einmal. Dann bist du glücklich. Und weg. So, das sind doch die Säure-Eier, oder? Oh Gott. Ich war auch falsch angezogen. Kein Wunder, als ich sterbe. So. Ja, komm, direkt hier am Heilungsquell kämpfen. Ihr seid doch Idioten.
Du. So, haben wir alle? Ich warte, bis ich das... Das Ding dreht sich ja so leicht. So. Ihr seid... Au. Ja, der Lenkrad-Schild klappt da nur, wenn der Schild nach oben gerichtet ist. Aber da gibt er mir nicht so viel Schutz. Aber... Oh, da kommen ja noch mehr. Waren das jetzt alle? Au. Oder kommen wir tatsächlich... Nee, scheinen vorläufig alle gewesen zu sein. Ich weiß nicht, ob man mit euch kleinen Bobbeln interagieren kann. Ah! Ah, okay. Toll. Hm. Machen wir nochmal schnell Magie. Stup. Und hoch. Also ich meine, ihr seid doch diese Säure-Dinger. Ihr seid doch... Ihr bringt doch Action nichts Gutes, oder? Oder... Ja, ihr bringt nur so ein bisschen Säure. Und dann seid ihr... Seid ihr... Oh, oh. Ach so, die bleibt liegen. Nett. Fürs Gegner bekämpfen ziemlich geil. Aber so... Ich weiß nicht, eure pure Existenz... Eure pure Existenz... Wobei, wenn man euch jetzt so einmal abknallt und man fliegt so, dann hat es nur manchmal Sinn. Okay. Warte, ich brauche so eine Kiste. Okay. Ah, richtig, die Zunge macht ja meist ihr eigenes Ding. Da oben will es irgendwo lang gehen. Warte, erhöht sich hier irgendwas, wenn man die Dinger aufschießt? Eigentlich nicht, ne? Nee. Okay. Geschafft. Jetzt sind wir beim Herrn. Okay, Bestie. Die Helden sind an einem Becken aus Magensäure angelangt. Ja, man, da greift auch wieder das Sprichwort, Liebe geht durch den Magen. An der Stelle. Ne, wie das Herz hier so pulsiert. Oh. Und. Das ist easy. Ein Gemälde. Artworks von den Mumien, Goblins, nur Goblins, nur Mumien. I don't know. Ich fand die Landschaftsartworks aber viel cooler. Und ich finde es echt nice, dass sie hier so viel Erfahrungspunkte einfach teilweise an einer Stelle lagern. Monstererfahrung haben wir schon alles. Levelerfahrung, so mit dem, was wir verpasst haben, sollte eigentlich auch schon relativ am Ende sein. Ah ja. Ich habe das Gefühl, wir dürfen uns jetzt ein paar Mal da hochschießen lassen. Hoch. So. Boing. Nee. Mach mal so, dass du genau drauf landest. Ach komm, wir nehmen mal den Krieger. Piu. Knapp. Yes, okay. Schon wieder dieses komische Egg. Was ich nicht verstehe. Warte. Die 3 Erfahrungspunkte verstehe ich aber. Hier ist noch so ein bisschen Säure, aber ob man die jetzt unbedingt braucht, ich glaube nicht. So, hier unten können wir was aufschlagen. Hier ist nochmal so ein Egg. Oh. Habe ich jetzt verkackt. Ah, du bist so... erkenne ich zu spät. Oh, ich Idiot.
Ja. Das ist jetzt natürlich, dass der das Eck nehmen kann, klar. Klar, noch besser. Ich mach nochmal einen Anlauf, okay? Oh, nee. Schlimmer. Au. Ich mach doch keinen Anlauf. Scheiße. Am Checkpoint, bitte. Also, bis dahin. Okay, alles gut. Dann, naja, am liebsten wäre mir ja tatsächlich, das Ei zu schlagen. Das fällt jetzt hier rüber. Opfert sich. Das Ding wackelt. Alter, das spackt ja richtig rum, das Vieh. Wie ekelhaft. Ich komme da... Warte mal. Ja, ich muss nur da unten landen. Oh yeah. Okay. Oh, wie langsam das Ei fällt. So. Obwohl, nee, warte mal, ich bleib mal ganz gut. Ich meine, kann man doch von hier aus aufschießen, oder nicht? Egal. So, jetzt. Nein. Ah, das klappt jetzt nicht wegen dem Schwerkraftfeld. Weil die Zunge zu anders ist, oder? Warum klappt denn das jetzt nicht? Jetzt. So. Kann man... Ach nein, wegen dem Schutz hier. Ja, okay, dann muss man darüber. So. Jetzt überlegen wir mal ganz kurz. Hatte ich überlegt. Ich schieße das Ei ab. Ich warte wirklich, bis das Ding das jetzt so gezogen hat. Genau, und dann... Einfach die Aorta gekappt. Warum kocht das denn? Was haben wir getan? Und wir verätzen jetzt die Magensäure. Das war der Genius-Plan. Und so beschloss der Wurm, sich des Mahls zu entledigen, das ihm so auf den Magen geschlagen war. Richtig, das Herz. Dem ja. Riesigen Sandwurm entkommen, berieten Amadeus, Pontius und Soja, was nun zu tun sei. Na los, weiter! Wir müssen Margaret finden! Wer weiß, was sie ihr alles antun. Amadeus litt Qualen, als er sich ausmalte, was die Kobolde mit seiner Gemahlin anstellen würden. Da der Trine noch immer verschollen war, mussten sie Margaret wohl oder übel allein finden. Gut, und mit dem Farnhügel geht's im nächsten Part weiter. Aber das war ein richtig nices Kapitel, muss ich sagen. Hat mir sehr gefallen vom Stil, vom Artwork. Ja, nee, vom Stil, von der Idee her. Nice. Der Farnhügel. Im nächsten Part. Euer Hansen Peter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.